Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Wir haben eine kurze Pause gemacht und was Kurzes gefuttert und noch nachgeschaut, wie viele Paladin-Zauber es gibt und wie viele die kosten, also XP-technisch. Und es ist so, dass Paladin-Zauber, es gibt im Gesamten 7. Eins davon ist das Heilige Lecht. Das kriegt man gratis. Und dann gibt es die Heilungszauber und die Schadenszauber. Und die zwei stärksten Heil- und Schadenszauber, also ich glaube böses Vertreiben oder so und große Heilung oder große Wundheilung, die gibt es im Spiel nicht mehr. Ich nehme an, das ist wegen dem Add-on, den wir haben. Die Nacht des Raben. Die gibt es nicht mehr. Also bleibt nur noch die mittlere und die kleine Heilung. Und heiliges Licht und das andere. Und alle kosten je 5 Punkte. Mit den 20, die wir schon haben, können wir alle Paladin-Zauber lernen. Aber die mittlere und also die mittlere Heilung und den stärkeren Zauber kriegen wir aber erst, ich glaube, in Kapitel 5. Und wir sind erst im dritten Kapitel. Sowas in der Art. Okay. Ja, das wollte ich euch mitteilen. Ich glaube, wir gehen die Zauber erlernen. Wir können alles erlernen. Und dann bin ich am Überlegen. Ja, was machen wir mit dem nächsten Level up? In zwei Hände investieren oder in Armbrust? Kurz etwas überprüfen hier. Also das ist 6. Das ist 8. Und das ist auch 6. 6 und 6 gibt 12. Das ist auch wieder 20. Was ist das? Ah, alte Steintafeln. Ich bin gerade am Überlegen, aber das bringt im Moment hier nicht viel. Also 20%, dann wären wir wie bei der Armbrust. Nee, warte. Wir haben doch noch ein Buch. Doppelblock. Ja, Kampf mit zwei Händen. Also 89. Dann wäre zwei Hände bei 89. Wenn wir davon ausgehen, dass 47 das höchste ist, also Level. Weil es hieß ja irgendwo, dass wegen der Klaue Belias geht höchstens bis Level 47. Dann ist die Frage, ob das das maximale Level ist. Wenn das Maximallevel ist, haben wir noch 6 Level vor uns. Reichen 6 Level, um zwei Hände so hoch zu treiben? Wir brauchen 30, also, ne? Ja, 6 Level würden genau ausreichen. Jetzt bist du dran! Okay. Idiot. Oh, der hält ein bisschen was aus. Ja. Ja.
Okay, und... Perfekt. So, schwere Axt. Degen. Einfach alle abernten, abluten. Rundtreiber. Da ist nichts zu holen. Ja, aber bei dem da. So. Dann hätten wir das, aha. Oh. Wo ist er? Da. Wow. Gut. Ist er nicht nah rankommt? Ein Schuss noch, ein oder besser gesagt ein Treffer noch. Denn der Rüstung ab ist einerseits witzig. Nein, nein. Ah. So. Ah, verdammt. So. Ah. Wir sind leider auch gut mit dem Bogen. Aber das ist kein Problem. Wir können sie immer noch kalt machen. Hui. Oh, das fällt mir erst gerade auf. Was sind das für Sohlen? Hm. Santes Profil. Armbrust davor und alle schießen, die uns in den Weg stehen. Wow. Das für ein Mist. Ja, ja. Ja. Das war's für dich, Penner. Ja. Okay, das war scheiße. Mittendrin können wir auf einmal nicht aufstehen und nicht schießen. Sonst noch wer? Nein. So, Back. Der Typ trifft die ganze Zeit.
So, zack. Gut, und es ist nur noch einer übrig. Dieser Rundtreiber da. Wow. Wie das nervt. Wenn wir wenigstens so schnell schießen würden, aber nein. Na endlich. So einfach alles mitnehmen, dann kurz speichern. Uns gerade tonnenweise Zeit gekostet. Ach, wie ich den Scheiß liebe. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Naja, okay. Bogen. Pfeile. Noch mehr Pfeile. Den Banditen. Nichts zu holen. Ich überlege gerade, da wir hauptsächlich mit Einhandschwerter kämpfen und mit der Armbrust, wären die Punkte nicht besser in der Armbrust investiert? Im nächsten Level Up hätten wir 34. Wir brauchen 30 für 10%. Ich glaube, das ist besser. Mit einer besseren Treffwahrscheinlichkeit. So. Es wäre schön, wenn wir jetzt eine bessere Rüstung kriegen würden. Ernsthaft? Hätte speichern sollen. Jetzt können wir uns nicht mal mehr bewegen. Super. Wie sieht's aus? Das ist noch weit weg. Also 94, sogar 95, und dann bräuchten wir nur noch 15 Level. 15 Punkte, also 2 Level mehr. Andererseits will ich ja auch die Paladin-Zauber lernen, dann können wir uns heilen. Ich mach mal einen Versuch. Und jetzt laden wir die Nummer 3. Illegale Referenz. Gut. Okay, wenigstens scheint es normal zu gehen. Nur dass wir... Wie nah müssen wir ran, damit wir die 80% Trefferchance haben, ne? Okay. So, Pfeil und Bogen.
Ich muss überlegen, was ich mit denen machen. Ja, genau, wir verkaufen die einfach. Bis jetzt haben wir Dings noch nicht gefunden. Das Schwert diesen einen Typen. Oh, ein Apfel. Gut. Armbrust. Alles mitnehmen. Alles meins. So, noch den Bolzen. Ja, wie viele Bolzen haben wir noch? Oh. Es geht langsam zur Neige. Das hatten wir schon mal laufen. Okay. Gut zu wissen, dass wir alles Mögliche getan haben. So, hi. Gut. Wow. Langsam nichts zu plündern. Runterkullern. Da ist nichts zu holen. Okay. Nichts zu holen. Dann würde ich eigentlich sagen, die 25 Punkte, die wir von den Steintafeln und so haben, können wir auch investieren. Also gleich machen. Gut, die sind tot. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Wir überleben das. Ja. Wir könnten natürlich auch Stärke investieren. Ich glaube, im Bogen ist es besser investiert, wenn wir das auf 100% kriegen. So, hier sind die Leute weg. Dann gehen wir oben lang. Mal schauen, ob da irgendwelche Gegner sind. Moment, wir speichern hier, bevor wir mit ihnen reden. Ja, Silvio und Polko. Hey, du! Schon alles klar? Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Will doch schnell wie möglich hier wieder raus. Ja, kannst du bald. Hey! Was jetzt? Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Erst will ich mein Geld sehen. Ich mache nicht die Tricksarbeit für dich. Hast du Angst? Zuerst einmal, erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Aha. Ich will mein Geld jetzt. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Hast du Angst? Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Ich mache nicht, die Drecksarbeit für dich. Feigling. Ja, warum sollte ich? Ich habe hier schon alles weggeräumt. Oh. Das ist ein Drachenschnapper, ja. Komm her, Mistvieh! Ich hab's immer noch drauf! So. Nichts zu holen. Ja, unsere Treffwahrscheinlichkeit sollte eigentlich sehr hoch sein, aber stellenweise treffen wir nicht mal direkt vor uns. Gut, bevor ich es vergesse, hauen wir uns so einen rein. Oh. Wir sparen uns den noch auf. Von den Punkten her. Eigentlich so viel Stärke sollte ausreichend sein. Hm.
Na gut, sehen wir uns zuerst mal hier oben um. Ah, Kultistenruben. So, speichern und weiter geht's. Sind nur die da irgendwo auf uns warten und Sachen machen. Okay, hier ist niemand. Ich vergesse, ob jemand da ist. Und Mann, diese Schreie. Und ich glaube, die werden sich freuen, von Belias Klaue getötet zu werden. Wie die sich gefreut haben. Aber wow. Im Moment ist hier wirklich tote Hose. So, ich glaube, wir haben wieder die ganze Gegend entvölkert, wollte ich gerade sagen. Zack. Okay, Waffe wegpacken und weiter geht's. Schnell nachschauen, ob da vorne noch irgendwelche Gegner sind. Und es geht sofort wieder zurück. Gut. Okay. Bis wir bei Kapitel 5 sind. Gerade am Überlegen, was wir machen. Ah, sehr gut. Das meiste sollte man wissen, dass man vor ihnen schießt. So, dorthin, wo sie hinlaufen, nicht wo sie gerade stehen. Diesen Fehler würde ich einem Anfänger verzeihen, aber doch nicht einem Meister. Oh, ein Troll. Das kam jetzt unerwartet. Aber die sind auch nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Okay, das macht keinen Schaden. Und das hier. So. Oh, ein zwei Lurker. Der springende Pfeil hat... Okay, das war witzig. Das war unabsichtlich. Nichts zu holen. Oh, hier ist noch einer. Zum Glück bin ich noch schnell... Zwei sogar. Zum Glück sind wir noch schnell rübergegangen und haben nachgeschaut. Perfekt. Okay. Und dann weiter geht's. Dann hätten wir wirklich alles... Nee, nicht ganz. Der Weg zur alten Ruine ist noch offen. Oder noch unerkundet. Seit unserem letzten Mal, dass wir hier waren.
Okay, leer. So. Gut. Wirklich ruhig. Gut, dann gehen wir noch schnell den einen Weg entlang. Vergessen, nein, zur Burg. Wegpacken und wuppa. Das ist doch alles nur Gerede. Na, warte. Ah, hat sein Schwert bei den Orks liegen lassen. Sehr leichtsinnig. Die Frage ist, wo bei den Orks? Ja. Denn wir haben eigentlich alles durchsucht. Kein Schwert gefunden. Aber das können wir... Wir haben doch alles untersucht, oder? Also... Zumindest habe ich kein Schwert gesehen, das hier rumliegt. Moment, was war das? Also. Kurz noch mal einen Blick drauf werfen. Sieht eigentlich nicht so aus. Okay, weiter geht's. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aber gut. Das ist die Brücke und wir gehen einfach weiter. So. Zack, zack. Hier da vorne ist eine Statue. Sonst sehe ich hier keine Gegner mehr. Was leider schade ist, denn ich würde gerne auch wieder ein Level-Up haben. Vielleicht sollte ich zuerst einmal runtergehen. Vielleicht hat er sein Schwert da drüben verloren. Sieh ein Orgelite. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Okay. Zu weit entfernt. Gut, hier ist also nichts. Warum ein Orkelite hier war, keine Ahnung. So, nochmal. Oh. Hexenschwert. Das ist wohl ein Schwert von oben runtergefallen. Bevor wir weitermachen, kurz gespeichert und weiter geht's. Danke. Okay. Überall ist es ruhig, wollte ich gerade sagen, aber... Nicht hier. Zack. Dachte, man hätte uns gekillt. Aber es scheint alles wieder gut gegangen zu sein. Und alles mitgenommen.
Schon ein bisschen ernüchtern, wenn hier nichts mehr ist. Aber wir wissen nicht, wo der letzte Drache ist. Wir haben den Lava-Drachen. Wir haben den... Hey, Gistad. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Drachenblut, Drachenschuppen, Drachenschnapperhorn, nee. Okay, das hatten wir schon durchsucht. Gut, er kann also Drachen sondern im Drachenschuppen und Drachenblut. Wir könnten es lernen, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Deshalb würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!